Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Final Season, Episode 3. Ich habe gerade gesehen, dass die letzte Episode wurde, also sie ist jetzt da. Ja, so langsam geht es wirklich dem Ende nah und ich begegne dem Ganzen mit einem weinenden und auch einem lachenden Auge, weil... Keine Clementine mehr? Langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Hey ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Wir brauchen Beleuchtung, Musik und etwas, was wir auf das große Ding da schreiben. Wenn wir schon sterben, sollten wir vorher Spaß haben. Musik? Aber Louis ist nicht hier. Siehst du das? Ersatz für Louis. Ich zeig dir, wie das geht. Ich würde ganz gerne die Lichter nehmen. Wäre ja keine Party, wenn es keine coole Beleuchtung gäbe. Ich überlege hin und her wegen der Farben. Grün ist beruhigend, aber Purpur wäre irgendwie cool. Purpur war die Lieblingsfarbe meines Papas. Ich habe gelesen, dass das die Farbe von Königen ist. Purpur? Irre. Was? Ich mag Purpur. Solltest du es nicht auch mögen, Violet? Ich krieg das hin. Der war gut. Also, du nimmst eins dieser schwarzen Tellerdinger und legst es hier drauf. Ich hab das Grammophon des Direktors gefunden. Wir könnten Musik spielen. Keine tolle Auswahl. Aber es reicht. Was für Musik magst du am liebsten? Vielleicht Country. Das höre ich am liebsten. Was ein Schock. Kann man sich anhören. Also benutzen wir das Banner für ein Partymotto? Nicht ganz. Es sollte eher die Moral anheben. Ich denke, es sollte kurz sein. So viel Platz haben wir nicht. AJ, warum denkst du dir nicht was aus? Wirklich? Ich habe eine Idee. Es wird eine Überraschung. Ich verspreche auch nicht zu fluchen. Gefällt mir. Wir können Penn bitten, es mit seinem Pinsel zu schreiben. Das wird so ein richtiges Halligalli. Halligalli. Ah, Willy hat nach dir gefragt. Er ist in Marlins Büro. Er hat wohl eine Überraschung für die Party, aber er wollte sie dir zuerst zeigen. Hey Clem, schau mal, ich habe Bücher über Schiffe gefunden. Da geht es um coole Sachen wie Feuer auf dem Meer und Explosionen und so. Der Boiler ist der Schlüssel. Wovon redest du? Ich habe eine Idee, wie wir verhindern, dass die Arschlöcher zurück zur Schule kommen, nachdem wir die anderen gerettet haben. Und dass sie noch mal jemandem wehtun. Wir jagen das Schiff in die Luft. Nur so können wir verhindern, dass sie wiederkommen. Und es fühlt sich richtig an, wegen Mitch. Ich will dich ja nicht entmutigen, aber wir werden auf dem Schiff sein, um die anderen zu retten. Bitte bring uns nicht alle um. Was? Nein! Es stimmt. Ich muss mir noch ein paar Details überlegen. Aber kein... Ich werde euch genug Zeit geben, das Schiff zu verlassen, bevor es Glaub mir, wenn das Ding explodiert, fühlen wir uns alle viel besser. Okay, Leute. Zeit für den Boogie. Hey, Clem. Tut mir leid, dass ich vorhin fies zu Ten war. AJ hatte recht. Ich hätte das nicht zu ihm sagen sollen. Ich wollte nicht ausrasten. Ich weiß, es ist nicht seine Schuld. Das ist ja schön, Willy. Aber sag es lieber Ten. Warum war das übrigens gerade so abgehakt bei ihm? Ich hab's nicht weggedrückt. Oh, Rosie. I love this dog. Wow, das sieht toll aus, Ruby. Danke, Zwerg. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Aber warte erst mal ab, was ich noch geplant habe. Los, amüsier dich. Ich sag dir dann Bescheid. Dann
Geh ich mal los. Hat er jetzt da oben geschrieben? Überraschung? Ich sehe, arbeitet ihr zusammen. Ja, Willy wollte, dass ich ihm bei seinem Spezialprojekt helfe. Das freut mich wirklich. Ist sie fertig? Einsatzbereit, Clem. Sie wird funzen. Ich, dachte, wir könnten ihr einen Namen geben. Er muss cool sein. Ich finde, sie hat einen Namen verdient. Die besten Bomben haben immer Namen. Ja, wir müssen ihr unbedingt einen Namen geben. Ich dachte, du machst dich lustig. Aber ja, geben wir dem Ding einen Namen. Benennen wir sie nach dir, Ruby. Ja? Ja, klar. Rubys Rache. Verdammt gut. Ich hab sie. Also, Clementine, hier sind unsere offiziellen psychologischen Beurteilungen und Probezeitberichte. Okay. Kapier ich nicht. Tja, Zwerg. Die erklären, warum wir alle überhaupt auf diese Schule geschickt worden sind. Und all den Scheiß, den wir angestellt haben, weswegen wir hier bleiben mussten. Und was spielen wir? Ich dachte, wenn wir morgen alle auf eine Himmelfahrtsmission gehen, solltet ihr wissen, wer wir wirklich sind. Ich lese ein Stück vor, das die Erwachsenen geschrieben haben. Und ihr müsst raten, zu wem von uns die Beschreibung passt. Nee, aber ich achte darauf, dass es jemand ist, den du auch kennst. Okay, los geht's. X ist zwar außerordentlich begabt, hat aber immer wieder Wutanfälle, flucht unbeherrscht und gerät in körperliche Auseinandersetzungen mit den Professoren. Es muss Violet sein. Knapp daneben. Ah, Mann. Das ist Rubys Akte. Ach du Scheiße. Echt? Schuldig, euer Ehren. Ja, du hättest Ruby in ihrer Anfangszeit sehen sollen. Sie war wie... Hast du als Kind Zeichentrickfilme mit dem tasmanischen Teufel gesehen? So war unsere liebe Ruby. Früher war sie echt niederträchtig. Mir geht's jetzt besser. Ich kann's mir total vorstellen. Als ich Ruby zum ersten Mal traf, schrie sie, der kleine Mistkerl. Ich hab mich entschuldigt. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Willy, bitte nicht. Chronisches Masturbieren. Na, oh, ernsthaft? Glaub's mir, das wollte niemand wissen. Was bedeutet das? Scheiße. Wachs bloß nicht. Jetzt also, vielleicht sollten wir was anderes auflegen zur Abwechslung. Clementine? Ich mag verschiedene Arten von Musik, glaube ich. Es gibt echt viele. Ja, wir haben genug davon gehört. Leg mal Jazz auf. Und schon sieht er ihn mit anderen Augen, seitdem er das weiß. Mir war nicht bewusst, wie viele schon weg sind. Erinnert ihr euch an Justin? Und Theresa und Jasper, das Mädel mit der bunten Zahnspange. Und Joey, Michelle, Lamar. Erin. Ja, ich hab sie wegen der Spange geärgert. Warum hab ich das getan? Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Mann, wie viele von uns sind tot? 34. Ist hart. Wem gehört die Akte? Louis. Sollen wir sie lesen? Ich könnte euch erzählen, warum ich hergeschickt wurde. Also quasi als Trostpreis oder so. Vielleicht hasst ihr mich hinterher. Aber da wir ja alle so offen sind... Ich wollte, dass du es mir sagst. Als ich klein war, war ich oft im Haus von meiner Oma, da mein Vater ein Säufer war und meine Mutter drei Jobs hatte.
Aber nach dem Tod meines Opas wurde meine Oma total apathisch. Saß nur noch den ganzen Tag im Schaukelstuhl. Ich saß vor ihr und wir schauten zusammen fern. Meistens Zeichentrickfilme. Ihr war es egal. Manchmal habe ich sie weinen gehört, aber ich habe nichts gemacht. Ich fühlte mich komisch und habe nur den Fernseher lauter gemacht. Eines Tages stand sie auf und kam mit einem zweiten Stuhl und einem Gewehr zurück. Kaliber 22. Sie legte den Gewehrkolben auf den Stuhl und hielt sich den Lauf gegen die Brust. So kam sie nicht an den Abzug ran. Aber darauf war sie wohl vorbereitet. Denn dann holte sie einen kitschigen Rückenkratzer raus. So ein langes Ding aus Holz, das wie eine Hand aussieht. Und damit drückte sie den Abzug. Also, ja. Peng. Sie knickte zusammen und zuckte noch etwas. 5 Stunden später holte mich meine Mutter ab. Ich saß immer noch da. Sie fragte, warum ich nicht die Polizei oder den Krankenwagen gerufen hätte. Ich zuckte mit den Schultern und meinte, Oma wollte das doch so. Und außerdem wollte ich die Zeichentrickfilme zu Ende gucken. Am nächsten Tag brachte sie mich hierher. Ich war 11. Tut mir leid, Violet. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast. Schon gut. Wir haben einiges durchgemacht. Wir waren nicht nett, Clementine. Trotzdem hätten die Leute, die auf uns aufpassen sollten, uns hier nicht einfach dem Tod überlassen dürfen. Das stimmt. Sorry. Wir sollten doch Spaß haben. Aber ich bin halt kein Spieler. So wie Louis. Bald wird er es wieder machen. Ten hat recht. Hey, ich hab eine Idee. Wenn wir Angst hatten, erinnert ihr euch, wie Minnie gesungen hat, um uns aufzuheitern? Schade, dass ich es nicht spielen kann. Lou konnte es. Er mochte das Lied. Du könntest es für uns singen, wie sie es getan hat. Du hast eine schöne Stimme. Ja. Das kann ich, Ten. Hab keine Angst vorm Dunkel. Hab keine Angst vor dem Sturm. Hab keine Angst vor den Monstern. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Kämpf gegen deine Dämonen. Kämpf mit erhobenem Kopf. Kämpf, als ob man nie Angst haben muss. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Leg deinen Kopf sanft nieder. Ruh deine Augen aus. Schlaf. Denn ich bin bei dir. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang.
Schön. Musstest du dafür aufstehen? Das hätte sogar auch im Sitzen singen können, oder? Das war irgendwie krass. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt müssten wir doch auf das Schiff. Oh, ich werde bestimmt so viele Leute verlieren. Ich werde bestimmt Violet verlieren. Ich weiß das jetzt schon. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne wirklich richtig Schlimmes. Oh mein Gott. Hallo, Zuckerhase. Gott. Lee? Warum der Zug? Immer nimmst du den Zug. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil hier alles anfing. Wo du mir Schießen und Haare schneiden beigebracht hast, um vorbereitet zu sein. Ah, du hast schnell gelernt. Also, was hast du auf dem Herzen? Ich mache mir Sorgen, Lee. Viele Leute verlassen sich auf mich, aber ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Ach, das Gefühl kenne ich. Weißt du, dass ich das alles einfach nur erfunden habe? Es durfte nur niemand mitkriegen. Du bist noch so klein. Das nimmt dir doch keiner ab. Hey! Sei nicht traurig. Monster haben die Welt überrannt. Und du musst dich um eine Achtjährige kümmern. Was hättest du tun sollen? Ich schätze, ich habe es etwas gezeigt. Willst du mir sagen, was los ist? Ich bin in einer neuen Gruppe. Ich war schon in so vielen und immer zerbrechen sie. Aber die mag ich wirklich. Sie ist anders. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Das ist schön. Allein da draußen zu sein, ist echt schlimm. Wir haben Probleme. Böse Leute haben meine Freunde entführt. Bei einer Rettungsaktion könnten wir alle umkommen. Du schaffst das schon. Was? Egal, in welchen Schwierigkeiten du steckst, du wirst sie lösen. Du wirst deine Freunde retten. Das weißt du nicht. Doch, du bist eine Überlebenskünstlerin. Die Clem, die ich kenne, kriegt das hin. Das glaube ich wirklich. Ja, ich habe bisher überlebt, oder? Das hast du. Viele hätten das nicht geschafft. Gib nie auf, Clem. Stell dir vor, was Lois sagen wird, wenn er dich sieht. Die Jungs werden neue Hoffnung schöpfen, wenn sie wissen, dass du sie rettest. Ach, Zuckerhase. So läuft das mit dir immer, wenn was Großes bevorsteht. Du hattest auch Angst, bevor du schnurstracks zum McCarroll Ranch ranntest. Das hast du überlebt, oder nicht? Das war etwas anderes. Ich war alleine. Nun, jetzt folgen dir aber Leute, Clementine. Und das ist gut so. Freunde, ein Mädchen, das dich liebt. Sie kämpfen an deiner Seite, wegen dir. Komm wieder bei mir vorbei, wenn du sie sicher rausgeholt hast. Okay? Klingt das gut? Hoffentlich können wir dann über fröhlichere Dinge reden. Lee, ich vermisse dich so. Wärst du doch nur wirklich hier. Ich vermisse dich auch, Clementine. Aber ich bin nie weit weg. Danke, Lee. Ich fühle mich immer besser, wenn ich mit dir geredet habe.
diese Sequenzen sind immer so traurig. Eigentlich wollte ich... Wie geht's dem Jungen? Er ist Natalie. Er würde dir gefallen. Bestimmt. Kann er schon schießen. Du hast ja keine Ahnung. Ich schätze, die Welt ist noch unnachgiebiger geworden. Wer so aufwächst, wird auch so. Jetzt musst du handeln. Denkst du, du schaffst das? Kinder aufziehen war noch nie leicht. Jetzt ist es geradezu ein Albtraum. Ach, Lee. AJ macht manchmal richtig Ärger. Glaubst du kaum. Und er hat keine Ahnung, wie schnell er wächst. Klingt wie jemand, die ich kenne. No. Solltest du es nicht kurz lassen? Oh, du glaubst gar nicht, wie schwer man heute an Scheren kommt. Es wird Zeit, Clementine. Du hast Leute, die dich brauchen. Mach's gut, Lee. Ich muss jetzt gerade an die erste Staffel zurückdenken, wie ich geheult habe, als der... Clem, wach auf. Wir müssen los. Und nun? Wir haben einen weiten Weg. Oh. Ich fand jetzt, dass die deutsche Stimme zu ihm gepasst hat. Also die deutsche Sing... Also die Stimme hat gepasst zu Lee. Finde ich schon. Oh Gott, mir kamen gerade ein paar Tränchen, als sie sich umarmt haben. Hm, das war auch... Ey, da, mein Gott, ey. Da habe ich, als ich das spielt, es nicht gerechnet. Nee. Und jetzt werden so viele Leute sterben. Oh Gott. Mann, wir machen das also wirklich. Nur die, die mit den Beißern laufen, müssen sich damit tarnen. Jetzt muss nur noch euer Beißer Freund... Er ist hier. Oh Mann, oh Mann. Hallo. Hallo. Leute, das ist James. Er ist mein Freund. Hm. Er ist, Echt cool. Wie bekommt man solche Haut? Ach, ich... Clementine? Kann ich sie anprobieren? Das ist keine gute Komm Idee. Komm schon, bitte! Hey, Willy, bedräng ihn nicht so. Aber ich will nicht... Nicht jetzt. Ja, stimmt. Sorry. Es sollte nicht komisch rüberkommen. Schon okay. Ach, und sorry, dass ich dich damals erschießen wollte. Deine Maske wirkte so echt. Ich, hallo, James. Sorry wegen Willy. Clementine, können wir kurz unter vier Augen reden? Ja, gute Idee. Warte hier. Hey, Ten, kannst du kurz herkommen? Ich muss dir mal was sagen. Hm. Die Beißer, sie werden bald hier sein. Mischt euch unter sie, wenn sie durch den Wald kommen. Der Krach vom Schiff wird sie zum Wasser locken. Dann können wir an Bord und unsere Freunde retten. Eure Freunde sind anders, offen und tolerant, wie du. So läuft der erste Eindruck normalerweise nicht ab. Sorry, ich glaube, ich rede zu viel.
Dass Leute mich willkommen heißen, ist ungewohnt. Weißt du, sie könnten auch deine Freunde sein. Ich weiß, du wolltest eigentlich nicht mit in die Schule kommen, aber da du sie jetzt kennst... Ich habe lange nicht mit Leuten zusammengelebt, aber es klingt schon gut. Ich denke drüber nach. Das Spiel wirkt immer ab am Ende des Satzes. Das hört sich immer so scheiße an. Ich wollte dir etwas zeigen. Ja? Das ist wahr, mein Freund Charlie. Oh. Wir schlossen uns gemeinsam den Flüsterern an. Aber ihn hat es verändert. Ein für alle Mal. Es hat uns beide verändert. Was meinst du? Die Flüsterer waren meine Familie. Seit ich klein war, während dieser Zeit erlebte ich viel Blutvergießen. Und schließlich wurde ich ein Täter. Schwäche wurde als Gift angesehen. Und ich glaubte es. Wirklich. Ich glaubte so daran, dass als ein Junge vor einem Angriff Mitleid für den Gegner zeigte, ich ihm die Kehle aufschlitzte. Ich habe nicht mit ihm geredet oder über ihn nachgedacht, was er fühlte. Ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern. Ich wusste nur, dass jemand wie er uns aufhalten würde. Das ist schwer zu glauben. Das klingt gar nicht nach dir. Nicht mehr, aber früher schon. Und ich hatte keinen Zweifel, dass ich das Richtige tat. Nach seinem Tod konnte ich seine Worte nicht vergessen. Die sind wie wir. Sie gehen nur einen anderen Weg. Ich hörte dann auf zu töten, veränderte mich. Aber nur wenige Leute taten das. Als AJ sagte, er hätte jemanden getötet, musste ich an sie denken. An mich. Er meinte, es sei falsch. Aber es klang, als ob es ihm nur eingetrichtert worden war. Wenn man so jung schon tötet, hinterlässt das Spuren auf der Seele. Bei Charlie hinterließ es Spuren. Ich habe Angst, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn AJ wieder tötet. Er wird nicht mehr der gleiche sein. Ich habe es schon zu oft miterlebt. Ich lasse nicht zu, dass AJ ein Killer wird. Ich will nicht, dass er sich verändert. Nicht so. Hoffentlich hältst du das Versprechen. Das hoffe ich auch, ne? Sie sind nah. Bald werden es genug sein, um uns Deckung zu geben. Ich führe dich durch die Herde, bis du am Schiff bist. Weiter gehe ich nicht. Ab hier hängt alles von dir ab. Danke. Kümmere dich um AJ. Es hört sich an wie ein Abschied. Er ist bereit. Die Beißer sind nicht mehr weit. Ruby, mach du die Pferde. Willy, Ten, die Vorräte. Ich hab die Bombe. Finde den Boiler. Unten dran sollte ein Fach für Asche und so sein. Steck sie da rein. Mhm. Wir sehen uns nachher. Ich schneide es auf. Violet erzählte mir von Minnie. Weil Sophie starb und Minnie jetzt eine von denen ist. Wenn du sie da findest, sag ihr bitte, dass ich ihr vergebe. Bitte, ich würde es ihr selbst sagen. Ich will, dass es ihr gut geht. Ja, klar. Ich sage es ihr, falls wir sie sehen. Danke. So, meine Lieben, und ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.